Polish Beer Friday bei ProbierTV und heute kriegen die Damen glasige Augen. Ich habe einen Toyboy für euch dabei. Kommt, wenn ihr kurz dranbleibt. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Polish Beer Friday. Der Tag der Woche, der reserviert ist für Biere aus Polen. Und da versuche ich ja immer wieder mal neue Brauereien zu entdecken, aber natürlich auch alte Bekannte immer wieder mal vor den Vorhang zu holen. Und in dem Fall ist es ein alter Bekannter. Es geht um Browar Bierband, von denen ich gar nicht wusste, dass sie Dosen machen. Aber ich habe das vor einiger Zeit schon selber gemerkt, dass da auch das ein oder andere Bier in Dosen zu haben ist. Ich darf an dieser Stelle nur erinnern an das Stout Sheepshit. Und das schrieb sich ganz anders, aber wenn man es dann gelesen hat und auch richtig ausgesprochen hat, dann hat man auch verstanden, was da drin war. Ich empfehle euch dieses Video, könnt ihr gerne mal hier auf dem Kanal schauen. Browar Bierband Sheepshit. Ich habe ein lustiges Erlebnis während dieses Videos gehabt. Lustige Erlebnisse könnt ihr grundsätzlich mit mir teilen, wenn ihr ein Abo da lasst. Da unten in der Ecke ist die Gelegenheit dazu. Komm, jetzt mal schnell da draufklicken, wenn ihr noch keins habt. Es fehlen mir noch ein paar Abos zu den 6.000 und die würde ich gerne heuer noch erreichen. Und ihr könnt da euren Teil zu beitragen. Ja, wir haben den Toyboy heute und da sind diese Spielzeugroboter. Ich glaube, die waren so in den 70er, 80er Jahren, also eigentlich eher in den 70ern, ganz, ganz groß, konnte man aufziehen. Hatten so Feuersteine auch drin, richtig witziges Zeug. Ich weiß nicht, ob euch da noch dran erinnert. Und die konnten dann auch so ein bisschen laufen. Aber hier in diesem Fall ist der Toyboy ein, wie nennen sie es selber, Juicy IPA. Also ich würde mal sagen, da sind wir irgendwo in der Richtung Hazy New England. Mit Eldorado und Idaho 7 gehopft. Also Eldorado, was kann da schief gehen, ehrlich gesagt. 5,2 Volumenprozent Alkohol, 14 Grad Plato sind aufgerufen und die Bittere, die ja bekannterweise in Polen nicht mehr draufgeschrieben wird oder selten draufgeschrieben wird, wird angegeben mit 2 von 6 und das ist dann, glaube ich, irgendwie so mit 120 ist das Maximum, wenn es durch 6 irgendwie teilbar ist und dann wären das jetzt so 40 Bittereinheiten, schauen wir mal. Es ist Gerstenmalz drin, in diesem Fall Pilsnermalz. Es ist Weizenmalz verwendet worden, Haferflocken und Weizenflocken und eine London Fog Hefe. Und ich sehe jetzt gerade, Columbus ist auch noch mit drin. Vorne steht er nicht drauf. Vermutlich ist es dann Dry Hopped mit Idaho 7 und Eldorado. Und Columbus ist dann irgendwo im Whirlpool noch dazugekommen. Ich glaube, das ist alles, was ich euch hier erzählen kann, weil ich es verstehe, beziehungsweise es in englischer Schrift dasteht und dann gehen wir es einfach mal an. Und ob das jetzt tatsächlich 40 Bittereinheiten sind, das werdet ihr mir jetzt gleich glauben müssen, beziehungsweise ich werde es rausfinden müssen. Und Juicy IPA. Also diese super saftigen Biere und Milky IPA, ja? Also das ist wirklich mal hier wieder Multivitaminsaft, Pfirsichsaft. At its best, eine ja, hellgoldene Farbe, aber super gleichmäßig getrübt von dem Scheitel bis zur Sohle über den Stiel. Ein weißer, feiner Schaum, 2 Finger breit hier in dem Spiegelau IPA-Glas. Naja, da muss man nicht lang bitten. Der legt sich ans Glas wie eine 1 und macht auch einen relativ stabilen Eindruck. Nicht zu kompakt. Ja, also Eldorado ist einfach ein Garant für tropische Frucht und das spielt er hier natürlich auch voll aus. Maracuja ist mit am Start, ein bisschen Litchi, aber, und das muss ich jetzt kurz mal überlegen, weiß jetzt gar nicht, ob der von einem anderen Hopfen kommt, aber so ein bisschen was Traubiges, so weiße Traube, aber super, super angenehm. Sehr zum Wohl, cheers. Nico Westphalen an der Stelle übrigens bei Instagram, der hatte das Bier vor einiger Zeit und ich warte hier eigentlich nur auf den Tag, wo wir mal zusammen durch Zufall dasselbe Bier verkosten am Freitag, der mit mir ja diesen Polish Beer Friday zusammen jetzt auch zelebriert und ich freue mich drauf, wenn wir in Breslau mal zusammen ein Video machen,
wo wir dann, wir werden es am Freitag sehen und wir werden einfach den Polish Beer Friday ein bisschen nach hinten schieben. Dann werde ich schnell aufs Zimmer gehen und dann werden wir den Polish Beer Friday das erste Mal gemeinsam mit jemand anderem begehen. Und der Nico ist da tatsächlich offensichtlich auch ein Freund des polnischen Biers. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben uns noch nie kennengelernt, aber Bier verbindet ja und das wird demnächst passieren beim Breslauer Bierfest. Ich hoffe, er schafft's und vor allem ich schaff's. Solltet ihr Lust haben, ich glaube 10. bis 12. Juni in Breslau, also eins der Bierfeste, wo ich sagen muss, die muss man mal gesehen haben. So, kommen wir mal zum Bier. Es wurde Juicy IPA versprochen und ich würde sagen, Juicy, ja, das ist eingehalten, aber es hat durchaus eine kräftige Bittere, also diese New England Geschichte vergessen wir mal ganz schnell, zumindest wenn sie stilistisch einwandfrei sein soll. Es hat auch einen ziemlich kräuterigen Hopfen, ehrlich gesagt, der ja, mir jetzt ehrlich gesagt mich da ein bisschen stört, in diesem doch tropisch-fruchtigen, es kommt ein bisschen eine Grapefruchtnote durch, da ist die Zitrusnote, sehr schön. Schön weich, nicht zu vollmundig. Das Mundgefühl ist grundsätzlich, finde ich, eher ein bisschen schwächer. Es hat ein leichteres Mundgefühl. Ein bisschen Hefe mit am Start, insgesamt wenig Würze und ja, die Juiciness. Also da habe ich schon Biere erlebt, die ein bisschen voller im Mund liegen, ein bisschen weicher im Mund liegen, ein bisschen mehr Mundgefühl mit sich bringen. Aber ich finde es trotzdem ein schön gelungenes Bier und ich weiß, es muss in dieser Kategorie ja auch mal Biere geben, die dann einfach ein bisschen einfacher zu trinken sind, die ein bisschen schneller trinkbarer sind. Weil eine Brauerei will ja, dass man auch mal 2, 3, 4 von so einem Bier trinkt. Und das ist definitiv hier beim Toyboy der Fall, auch wenn die Damen das dann nicht so gerne hören, wenn der Toyboy dann vielleicht einen kleinen Damenspitz hat, wie der Österreicher sagen würde. Schöne mittlere Kohlensäure und schöner mittlerer Körper. Das wollte ich jetzt gerade alles in einen Satz packen. Aber es ist in den beiden Fällen wahr. Die Kohlensäure ist tatsächlich so im mittleren Bereich angesiedelt und auch der Körper definitiv nicht mehr im schlanken Bereich, schon ein bisschen weiter oben. Und dann ist es von der Textur her super samtig, cremig. Und da kommt dann so ein bisschen die Juiciness durch, hinten im Nachtrunk. Es bleibt weich, es bleibt aber leider auch bitter. Also für die New England Classic-Fans vielleicht die schlechte Nachricht, für die, die es gerne ein bisschen bitterer mögen, vielleicht etwas positiv. Und es ist eine ganz klare Zitrusnote mit drin, die so schwankt zwischen Zitrone und Limette, Grapefrucht. Und die da ein bisschen astringierend auch wirkt. Aber insgesamt finde ich es ein schönes Bier, das jetzt vielleicht ein bisschen vollmundiger hätte sein können, das ein bisschen mehr Juiciness hätte haben können. Aber das ist wieder mal Jammern auf hohem Niveau. Und deshalb gibt es für den Toyboy von Browar Bierband aus Zielona Góra in Polen von ProbierTV gibt es dafür 3,5 Punkte für den Toyboy, der seine beiden Roboterkumpels mitgebracht hat. Das Juicy IPA. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Polish Beer Friday mit dabei seid. Beziehungsweise ihr könnt schon morgen dabei sein. Dann gibt es einen Supermarkt Samstag. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.